Haha, schönen guten Tag Frankfurt! Kann keiner klatschen, alle haben schon die Telefone rausgeholt, wie schön. Ja, für mich müsst ihr auch noch gar nicht laut klatschen, aber ich stelle mich trotzdem kurz, doch, sehr gern, sehr gern. Mein Name ist Dominik, ich kenne die Jungs schon sehr, sehr lange, wir standen zusammen bei den Videodays auf der Bühne und ich freue mich sehr, dass sie gesagt haben, wenn wir unser Buch bei der Buchmesse in Frankfurt vorstellen, dann wollen wir das zusammen machen. Und das Buch ist sehr schön geworden. Wer hat es sich denn schon geholt? Wer hat es denn da? Ja, ah, sehr schön, sehr schön. Wir werden heute ein wenig von den Jungs daraus vorgelesen bekommen. Wir werden aber natürlich, was euch interessiert, denn die Geschichten, die im Buch stehen, die könnt ihr ja nachlesen. Vielleicht kitzeln wir auch noch ein paar Geschichten raus, die es nur heute hier in Frankfurt zu hören gibt. Und ein bisschen Musik gibt es auch noch. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die Jungs und jetzt kriegt das hin, oder? Einen richtig großen, lauten Applaus. Hier sind Heiko und Roman Lochmann! Das sind auch so. Hi, na, geht's euch gut? Hallo. So, normalerweise würde es so nach dem Hallo jetzt direkt mit einem Song losgehen, das machen wir nicht. Ihr seid nämlich jetzt Autoren. Ja, wir sind jetzt offiziell auch Autoren, das stimmt. Spiegel-Bestseller-Autoren sogar. Ja, ich hab ja, mega geil. Schreib's in dein Insta-Bio. Ich habe gerade das erste, was ich gesagt habe, krass, die Zeiten, dass ich schicker aussah als du, sind auch einfach vorbei. Tust du doch, hallo? Hallo, Anzug. Ja. Ein seriöser Autor, so hört sich das. Dankeschön. Aber Jungs, wie kam's, dass ihr echt gesagt habt... dass wir einen Anzug angezogen haben? Wie kam's? genau. Wir sind jetzt nicht bei der Modemesse, aber auch spannend, sprechen wir gerne auch drüber. Wie kam es, dass ihr gesagt habt, lass mal ein Buch machen und vor allen Dingen so ein schickes. Ja, Euren Namen in Silber, hallo. Mhm. Wir durften die letzten Jahre oder eigentlich unser ganzes Leben lang so viele krasse Sachen erleben. Natürlich auch als die Lochis die letzten 8 Jahre, aber auch schon davor. Und das ist unsere Geschichte, das ist unsere Story. Und die wollten wir mit unseren Fans und auch Leuten, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, teilen. Und wie geht es besser als mit einem Buch? Absolut. Und ihr habt ja alle, es haben sich eben so viele gemeldet. Ich glaube, sie haben wirklich einfach alle dieses Buch schon geholt. Wer hat schon gelesen? Mal kurz an die Runde. Ich habe mal noch. Die spannendere Frage ist wahrscheinlich, wer hat es schon 2 oder 3 Mal gelesen? Okay, das heißt, ich erwarte, dass wenn ihr jetzt gleich was vorlest, dass hier einige schon auswendig mitsprechen. Boah, das wäre krass auf jeden Fall. Das wär, oder? Dass Songtexte oder Buchtext kommt. Das schafft ihr auf jeden Fall. Das erwarte ich aber auch nicht. Ich erwarte das halt. Und ihr wollt uns erst was vorlesen, nämlich aus dem Kapitel Die Kinder vom Kaff. Genau, wir haben generell, wenn wir gleich schon ein bisschen lesen und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Kapitel aus dem Buch. Ihr könnt auch gerne mitlesen, ne? Dann seht ihr, okay. Kann ich meinen Monitor, verlesen Sie sich. Meine Box noch ein bisschen lauter machen hier. Also ja, bei mir Stimme. Auch bitte, ein Tick, danke. Meine Stimme noch ein bisschen lauter, wenn es geht hier. Also jetzt hier auf den Boxen. Dankeschön. Kurz off the record an die Technik. So. Voll ungewohnt jetzt hier aus dem Buch zu lesen auf der Bühne. Ich muss mal kurz gucken. Holst du auch dein Monokel oder deine Lesebrille raus? Genau. Mein Monokel, das wäre. Jetzt, wo du sagst, für die Lesereise, ich besorge den Monokel. Okay. Na, einmal ganz kurz hinter die Kulissen gehen. Und so ein Ohrensessel. Hä? Ich bring dann noch einen Kamin mit, Ohrensessel. Ja, perfekt. Voll geil. So, mein Bruder hat sich verabschiedet. Nee, ich glaube, der holt gerade nur seine Brille. Ja, tatsächlich dann, ne? Aber ohne Scheiß, ich glaube, der Bruder hat einfach eine Brille. Der ist quasi blind ohne Brille. Aber du kannst ja sonst schon mal... So, er ist blind ohne Brille. Doch, ich krieg das schon hin, aber so. Die Brille kommt gleich. Wir fangen jetzt alles an. Gut. Wir fangen an mit Die Kinder vom Kaff. Hi, wir sind die Lochis. Heiko und Roman Lochmann, aber das weißt du ja schon. Was nicht jeder weiß, wir sind krasse Dorfkinder. Wir kommen wirklich voll aus dem Kaff. Und da sind wir stolz drauf. Dorf ist nämlich nicht scheiße, sondern geil. Das hat seinen ganz eigenen Charme. Von wegen hinter den Bergen, bei den wie viel auch immer Zwergen. Das ist Bullshit. Uns hat es auf jeden Fall nicht geschadet. Mit der U-Bahn fahren, Ticket am Automaten ziehen, Fahrplan kapieren, erst aussteigen lassen, bevor du einsteigst. Glaub uns, das kann man immer noch lernen. Wir haben es zumindest gelernt und sind seitdem in vielen Städten und Metropolen U-Bahn gefahren, von Berlin bis New York. Aber diesen ganz eigenen Charme, den so ein Dorf, ja, wir nennen es immer liebevoll Kaff, hat, den kannst du nur verstehen, wenn du da aufgewachsen bist. Wir sind mit knapp 2 Jahren in so ein Dorf gezogen, als unsere Eltern mit uns. Nach Riedstadt, um genau zu sein, nach Leheim, was ein Stadtteil davon ist. Der Grund des Umzugs war ganz einfach, die Miete war da günstiger. Für weniger Geld, mehr Platz.
Außerdem wollten unsere Eltern, dass wir auf Bäume klettern, Buden bauen und alleine mit Freunden im Ort rumtoben konnten. Da ist eine Wespe. Ich hasse. Beweg dich nicht, sei ein Baum, sei ein Baum. Rumtoben konnten. Ja, unsere Eltern sind selbst Dorfkinder und wollten diese Freiheit auch für uns. Das klingt logisch und hat sie überzeugt, all ihre Sachen und uns Jungs zusammenzupacken. Das war jetzt nicht unbedingt von Tag 1 mega geil. Wenn man in so eine Dorfgemeinschaft kommt, ist man ja erstmal ein Außenseiter. Letztendlich ist in so einer Gemeinschaft da irgendwie jeder mit jedem bekannt, wenn nicht sogar verwandt. Das soll jetzt bitte nicht nach Inzucht klingen, aber es ist Fakt. Da wohnt die Cousine vom Heinz, der Bruder von Micha ist, dem Mann der Schwester vom Bäcker gegenüber, der wiederum mit der Tochter vom Klempner... Du weißt, was wir meinen, und wenn nicht, dann auch egal, auf jeden Fall. Ja, kannten wir gerade mal niemanden und waren erst recht nicht mit irgendwem verwandt. Die coole Dorfgang hat nicht gerade auf uns gewartet. Aber ey, wofür sind wir Zwillinge? Denn eins ist klar, als Zwilling hast du das große Glück, mit deinem besten Freund zur Welt zu kommen. Du bist niemals allein. Selbst dann nicht, wenn du es ganz gerne mal wärst. Das hat den großen Vorteil, wenn du der Außenseiter bist, wie wir eben damals in unserem Kaff. Dann hast du einen anderen Außenseiter, deinen Bruder, an deiner Seite. Ja, und wir wissen ja alle, geteiltes Leid ist halbes Leid. Allerdings haben wir uns dieses Leid nicht allzu lange teilen müssen. Aus den Lochmännern, diese Rotzbengel, wie wir anfangs nicht ganz zu Unrecht genannt wurden, sind ziemlich schnell die Anführer der Clique geworden. Denn eins waren wir schon immer, sehr, sehr selbstbewusst. Wir sind zwar nicht etwa durch unseren YouTube-Fame beliebt geworden, der kam erst viel später, weil, ehrlich gesagt, waren wir ziemliche Spätzünder, was das Internet angeht. Wir durften erst mit 9 oder 10 Jahren das erste Mal an den Computer unserer Eltern von einem Smartphone ganz zu schweigen. Es war aber auch ganz egal, wir waren eh viel lieber draußen und eigentlich haben wir die ersten 10 Jahre in der freien Natur verbracht. Wir tobten uns nach der Schule immer im Freien aus. Keine Ahnung, wie viele Baumhäuser wir gebaut haben. Zusammen mit Papa, das war das Größte. Wenn das bei uns mit der Musik nicht hingehauen hätte, hätten wir auch glatt eine Karriere als Architekt in Angriff nehmen können. Na gut, nicht gleich übertreiben, aber Tischler, Schreiner, Zimmermann, sowas wäre schon drin gewesen. So viel, wie wir mit Holz gemacht haben, gesägt, gehämmert, geschraubt. Heute sind wir allerdings handwerklich nicht mehr so begabt. Eher im Gegenteil. Man muss sich uns so vorstellen, gib uns ein Brett und ein paar Nägel und 2 Sekunden später fängt es ohne Grund an zu brennen. Ja. Baumhäuser waren und sind einfach klasse. Rückzugsort, Geheimversteck, Klickentreffpunkt und Ausgangspunkt für alles andere, was draußen stattfand. Also, ab in den Skatepark, raus auf den Bolzplatz am See. Oh, da hat man direkt Lust rauszufahren, oder? Ja. Sehr, sehr schön. Direkt an Rietzsee. Ja, richtiges Dorfleben halt. Ne? So. Bin ja selber auch vor den Toren Köln groß geworden, deswegen, ich habe es gelesen und dachte mir so, boah, ja, irgendwie geil. Ich habe den Dreck zwischen den Fingernägeln ja, schon ja. irgendwie gespürt. Ja, mega ja. gut. Regenwürmer essen. So. Ihr habt aber gesagt, ihr wollt... lecker. Oder Sand essen. Ja, du, geschadet hat es uns nicht. ihr wollt auf jeden Fall noch zum Start, hattet ihr gesagt, genau. Oh, direkt um richtig reinzukommen, noch ja. so ein zweites... Ja, lesen. Wir wollen einfach noch einen kleinen, weil wir reden ja gerade über unsere Anfänge, über unsere ja auch Jugend oder nee, nicht mal Jugend, sondern unsere Kindheit da im Dorf, im Kaff. Wollen wir noch einen kleinen Auszug aus dem Kapitel für 2 Euro machen wir dich berühmt lesen. Für 2 Euro machen wir dich berühmt. Genau. Bisschen klarer, darum hast du weggenuschelt gerade. Los geht's. Für so einiges schämen wir uns heute noch. Obwohl, was heißt noch? Eigentlich schämen wir uns erst jetzt, weil wir das damals als Rotzlöffel noch gar nicht richtig geblickt haben, was wir da angestellt haben. Echt schlimm zum Teil. Ja. Wirklich scheiße, was wir da gemacht haben. Nicht nachmachen, war eine ganz blöde Idee. Shame on us. Zum Beispiel, Heiko, ich glaube, ja, wir müssen diesen Dialog vorlesen. Das habe ich irgendwie übersehen.
Das wird okay. wie so ein Theaterstück jetzt. Ja, ja, Achtung, das wird wie so ein Theaterstück. Das Buch besteht ja manchmal aus so Dialogen zwischen Heiko und mir und den lesen wir jetzt einfach mal vor. Ja, wie wir zum Beispiel unsere Mitschüler mit dem Talentwettbewerb oder der Misswahl verarscht haben. Und das war nicht nett, aber konnte ja auch keiner ahnen, dass sie das glauben. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir ja die Hoffnung, dass sie es glauben, sonst hätten wir es ja gar nicht gemacht. Da haben wir an der Schule einen Talentwettbewerb angekündigt. Also überall Plakate aufgehängt und versprochen, dass der Sieger irgendwo einen Auftritt bekommt. Oder war das eine Schauspielrolle für den ersten Platz? Ich weiß gar nicht, beides, ne? Keine Ahnung mehr, es ist zu lange her und nichts, woran man sich wirklich gerne erinnert. Schließlich haben wir gelogen, und denn wir hatten weder irgendwo einen Auftritt, geschweige denn eine Fernsehrolle zu vergeben. Alles, was wir wollten, waren die Teilnahmegebühren. Ja, 5 Euro oder so. Nee, jetzt übertreibt nicht, aber ich glaube, wir haben 2 Euro genommen und das war viel Geld. Wir waren in der 3. oder 4. Klasse. Ja, wollen wir es mal abkürzen? Also wir haben einfach so Talentwettbewerb in der Grundschule gemacht und dafür Teilnahmegebühr genommen. Wir waren die Jury und haben irgendwie eine Kinofilmrolle versprochen. Schon sehr assi, muss man sagen. Das ist assi. Ja, das ist allerdings doch harmlos gegen eine andere Nummer. Die mit der Tafel. Wirklich scheiße, was wir damals gemacht haben. Nicht nachmachen. War eine ganz blöde Idee. Shame on us. Da sind wir nämlich von Tür zu Tür gegangen, Klingel hier und Klingel da, und haben mit Dackelblick und dem Grinsen von einem Honigkuchenpferd um Spenden für die Tafel gebeten. Problem war nur, dass wir weder einen Spendenausweis hatten, geschweige denn von der Tafel beauftragt waren, und auch nicht vorhatten, das gesammelte Geld der Tafel zu spenden. Eigentlich wollten wir nur Richtung Kiosk marschieren und die ganze Kohle in ein paar Center-Shock-Kaugummis und Panini-Bilder investieren. Das heißt, wir wollten, genau, so haben wir es letztendlich auch gemacht. Zwar hatten wir nach 4, 5 Häusern schon die Schnauze voll, aber das Geld hat für einen netten Nachmittag gereicht und wir kauten lustig auf unseren erschwindelten Bubblegums rum. Ja, war klar, dass das rauskommt. Schließlich waren wir blöd genug, das in unserer direkten Nachbarschaft zu machen. Und ja, das war mal und das war mal einer der großzügigen Spender unsere Eltern drauf anspricht, hätten wir uns eigentlich ausrechnen können. Ja. Gut. Das fanden unsere Eltern jetzt alles andere als lustig. Beide Söhne als Betrüger enttarnt. Ja. Das war kein Grund zur Freude. Du kannst dir denken, dass das Erbe Ärger gab, und zwar nicht knapp, inklusive Strafe. Erst mussten wir wieder an jeder Haustür klingeln, an der wir das Geld unter Behauptung falscher Tatsachen erhalten hatten, und um Entschuldigung bitten und natürlich den jeweiligen Betrag zurückgeben. Irre peinlich, da willst du echt im Boden versinken. Ja, das braucht man kein zweites Mal, aber das war wohl auch der erzieherische Auftrag, und glaub uns, der hat gewirkt. Ja. Und im Buch ist übrigens noch ein Bild von diesem Plakat, was wir damals an der Schule ausgegangen haben. Miss Leheim, ne? Steht hier drauf. Ja, dafür brauchen wir das Buch, dann sieht man's. Voll geil, ja. Geil, am allergeilsten finde ich unten, das ist deine Chance. und alle, die das nicht kennen, und hier Teilnahmegebühr 1,50 Euro. Ach komm, das ist doch ein Schnapper. Mehr Infos per E-Mail misslehheim@togo.de. Richtig mies. Ja, war schön. Aber da hat man ja schon gemerkt, ihr wollt auf jeden Fall ins Showbiz. Da waren wir richtige Füchse zu der Zeit, das war ja echt assi. Also ja, so richtige Produzentenärsche. Ja, ohne Scheiß, ey, das war. Aber ihr wolltet halt irgendwie loslegen. Was war für euch so der erste Punkt, an dem ihr gesagt habt, okay, wir wollt jetzt nicht nur Geld für nix nehmen, sondern wann war so quasi der Gründungsmythos? Wann habt ihr so losgelegt? Der Gründungsmythos. Also ich weiß, dass Roman damals zusammen mit mir so eine glorreiche Idee hatte, da waren wir 8 Jahre alt, wir wollten Spiele herstellen, so Brettspiele, und haben dann ganz viele so Brettspiele aufgezeichnet und wollten die dann an unsere Eltern verkaufen für 50 Cent. Ja, ich glaube, du meinst das eher unser Karriere. Geschäftsmodell. Du meinst eher unsere Karriere. Aber ist schön, es ging auf jeden Fall schon immer darum, wir müssen Geld verdienen. Ja. das war nie der Fokus. Ihr wolltet so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen. Und nach dem Brettspiel, das hat ja nicht geklappt, noch nicht, vielleicht gibt es bald mal ein Brettspiel. Aber wann war so der erste Moment, dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt so in die Richtung gehen, genau, was ihr jetzt macht? Ja. Also unsere ersten Versuche, ich glaube, da haben wir uns nicht festgelegt, dass wir jetzt in diese Richtung auch gehen wollen. Das war eher so ein, keine Ahnung, als Heiko Rum, so haben wir es damals, Heiro haben wir es genannt, dann bei den Schulfesten jedes Jahr immer die Möglichkeit hatten, einmal mit so selbstgeschriebenen Songs von uns auftreten zu dürfen. Mhm. Da waren wir irgendwie in der 2. Klasse, haben da so Songs geschrieben und durften damit dann vom ganzen Dorf auftreten. Und ansonsten halt, als ich dann beim Kili-Contest war 2009 und auch dann gewonnen habe und so, das war dann das erste Mal im Fernsehen und mit einer CD und Tonstudio und so, das war schon, das war echt krass, weil das hat mich dann
auch extrem inspiriert. Ich wollte dann unbedingt ein Tonstudio haben bei mir zu Hause und habe dann angefangen, irgendwie Musik zu produzieren. Auch wir haben dann zusammen viel aufgenommen zusammen. Und so ging es dann eigentlich los, dass wir so auch unsere ersten richtigen Schritte in der Musik gemacht haben. Da waren wir so 10 oder 11. Ja, und als wir dann 12 waren, haben wir unseren YouTube-Kanal gegründet, ne? Ja, plötzlich gab es die Möglichkeit, wofür, also ich aus meiner Generation euch echt beneide, dass ihr direkt loslegen konntet. Ihr habt das irgendwie mitbekommen, habt ihr selber jemanden geschaut oder was war bei euch der Punkt, oben rechts drauf zu klicken, neuen Kanal erstellen? Du hast ja gerade schon angesprochen. Kritik auf mich. Bitte? Nee, wir haben ja, wie gesagt, schon längst vor der ganzen YouTube-Zeit schon irgendwie kleine Videos gedreht oder vor allem auch ganz viele Songs geschrieben und Musik gemacht und irgendwie rumexperimentiert bei uns im Kinderzimmer oder bei uns auf dem Dachboden. Ein unserer Vorbilder auf YouTube waren damals, als wir selbst auch erst angefangen haben hier, natürlich Waititi so, weißt du? Ja, geil, ja, voll geil, ey, das feiere ich immer, ich mag die Jungs total. Und ansonsten Kindheit so, meine erste CD, wissen glaube ich viele, war von Tokyo Hotel zum Beispiel. Meine von Juli. Habe ich früher. Tokyo Hotel Juli. Sieht man so, das sind so die einzelnen, hier da die Tokyo Hotel, da die Waititi Ultras. Was? Ja, ich wollte sagen, die Lochi Ultras, geil. Lochis gibt's aber nicht mehr. Oh! Ja, danke. Das hat auch vorher gesagt. Danke, wie, Dominik. Du sagst einfach die Lochis. Sehr gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Tokyo Hotel zum Beispiel habe ich auch bis heute feier ich und finde es vor allem halt einfach, war für uns damals eine riesen Inspiration. Ja, wir haben uns ja, also wie gesagt, wir haben uns am Anfang gar nicht groß irgendwas gedacht. So, wir haben jetzt nicht gedacht, okay, wir erstellen uns jetzt einen YouTube-Account und nennen uns die Lochis und dann werden wir irgendwann super erfolgreich. Das haben wir ja nie damit gerechnet, dass es so groß wird. Wir haben schon in unser Leben lang geträumt, dass man da irgendwie auf der Bühne steht und da seine Songs spielen kann. Aber dass das alles so durchstartet, auch in so einem jungen Alter, das ist natürlich ein Riesenprivileg. Und das war ohne irgendeinen großen Hintergedanke. Und ihr habt gesagt, ihr habt schon sehr, sehr früh eure ersten Songs. Ja? Ich habe nur eine Frage ans Publikum. Wer ist denn schon, also wer von euch kennt uns schon länger, so, also so von den Anfängen? Ja, schon. Warte mal, ich will mal einmal kurz wissen, wer am allerlängsten dabei ist von allen. Was? Kiddy Contest? Wer? Ernsthaft? Boom. Ohne Scheiß, du hast mir beim Kiddy Contest. Du warst beim Kiddy Contest? Nee, du. Ohne Scheiß jetzt? Im Publikum oder was? Oder? Oh, ach, gehört, Roman. Wow. Ja, gut, dann. Also, noch. Ihr seid quasi fast Kollegen. Nee, ich finde es immer sau interessant, weil wir reden ja über die ganzen ganz alten Videos. Ich will es einmal. Ja, okay. Roman, wisst Bescheid. Okay. Ja, krass, okay. Das sind einige seit 2009 dabei und ihr habt da auch schon Songs geschrieben. Ich habe gesagt, pass auf, wenn ihr heute schon Musik macht, muss auch zumindest ein Lied angespielt werden, ja, was vielleicht nicht jeder direkt kennt. Und ihr spielt jetzt zwei Songs, beziehungsweise den einen, glaube ich, nur so ein bisschen. Ihr macht mal. Ja, wir machen euer Musik an der Stelle. Shoutout. Aller. Wer bis heute dachte, durchgehend online ist das erste Lied, es ist nicht wahr. Ihr spielt jetzt euer allererstes Lied, Mach es jetzt. Ja, wir spielen es mal ein bisschen an. Wir spielen, warte mal. Da waren wir 12 Jahre alt und haben unseren ersten Song geschrieben damals, als Lochis noch. Ich hab logistische Probleme, warte. Du hast vor allen Dingen die Wespe zu mir geschickt. Oh, sorry. Ja, war gut. Es war einfach ab hier ein Baum, hast du selbst gesagt, ne? So. Ja. Liebe Leute. Wir spielen jetzt nur diesen Song an, weil wir können den nicht komplett spielen. Mach es jetzt. Unser erster Song, den wir damals als die Lochis hochgeladen haben. Und danach gibt es noch einen anderen Song. Let's go. Ihr könnt auch mitsingen, wenn ihr den kennt. Aber wir machen es nur noch vor. Also easy. Wenn du noch etwas machen willst, mach es jetzt. Sonst bin ich weg. Wenn du noch etwas sagen willst, sag es jetzt, sonst bin ich weg. Sonst bin ich weg. Bin ich weg. Bin ich weg. Bin ich weg. Ja, das war der erste Song, den wir damals auf. Ja, Mann. Das war 2012. Aber wahnsinnig traurige 12-Jährige. Voll die melancholische Nummer. Kannst du mein Mikro noch ein bisschen lauter machen? Auf meinen Ohren tickt noch. Bin die zwei, und ja, danke. Wir haben ja gerade so ein bisschen über die Anfänge geredet.
Und irgendwann ging es dann auch mal richtig ab. Ne? Irgendwann wurde so alles größer. Ja. Und irgendwann kam dann auch unser allererstes Album, Hashtag Zwilling. Und die erste Single daraus heißt Lieblingslied. Ist bis heute ein ganz, ganz prägender Song und deswegen machen wir den jetzt. Den singen alle mit, ja! Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Wann, wenn ich jetzt und wer, wenn ich wir die Schwerkraft verlieren und die Sterne berühren? Wann, wenn ich jetzt und wer, wenn ich wir? Oder jeder weiß schon, wenn wir reinkommen, spielt der DJ gleich diesen einen Song. Unser Schweiß tropft, Polizeiklub, feier mit und vergiss mal kurz deinen Job. Egal was kommt, das hier ist unsere Zeit. Bada. Wo ich auch bin, Hauptsache du bist dabei. Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Wann, wenn ich jetzt und wer, wenn ich wir die Schwerkraft verlieren, Sterne berühren. Wann, wenn ich jetzt und wer, wenn ich wir? Oder dein Herz schlägt wie mein Herz, denn dein Herz schlagt klingt wie alle. Mein neues Lieblingslied. Ba da ba 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 da 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 da. Ba da 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 da. Ba da ba da ba. Ba da ba 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 da 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 da. Jeder weiß schon, was passiert, wenn wir zusammen diese Welt auf den Kopf stellen. Einfach rückwärts durch das Ziel rennen. Reden längst in dem Slang, den nur wir kennen. Wir fliegen los da oben, warten noch mehr. Badam, bam, bam. Und all die anderen schauen uns hinterher. Allein bin ich stark, doch unsterblich mit dir. Wann, wenn ich jetzt und wer? Okay, nur ihr. Die Schwerkraft. Ja. Wann, wenn ich jetzt und wer, wenn ich wir? Oder dein Herz schlägt wie mein Herz. Denn dein Herz schlag klingt wie mein neues Lieblingslied. Ba ba da ba 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 da 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 da. Ba da 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 da. Ba da ba da ba. Ba da ba 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 da 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 da. Ba. Mein neues Lieblingslied. Dankeschön. Heiko und Roman Lochmann mit einem Lied von die Lochis. Das kann man jetzt so sagen. Das kann man jetzt so sagen. Schön. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Super. Oh, die sind immer noch so mega catchy. Mega Cover, krass. Ey, wir covern jetzt Lochis. Ja, ihr ja. Das ist geil. Ihr macht jetzt eine Lochis Coverband auf. Heiko und Roman. Geil. Ja, aber das Ding ist ja wirklich, also auch das Kapitel die Lochis jetzt beendet, aber die Songs, ja. Die haben wir aus einer gewissen Emotion geschrieben und die haben wir auch geschrieben, weil sie für uns was bedeuten. Und das heißt ja nicht nur, weil die das Kapitel jetzt beenden, dass diese Songs für uns diesmal bedeuten. Und deswegen ist es voll klar für uns und voll schön, diese auch trotzdem noch jetzt zu spielen, mal hier und da. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt die jetzt auch nie wieder irgendwie spielen wollen, weil ich finde, jeder Song, der steht für sich. So, ja. Ja, und also ich denke tatsächlich auch einfach an die Zeit, wie und das ganze Büro hat immer jeden Song gefeiert. So immer so, kommt das neue Video. Ja, aber das ist ja das Schöne. Mit der Musik kann man wirklich... Bitte? Die Vergangenheit mal eigentlich erklären. Ne? Ja, wir kennen uns ja schon ewig, Dominik. Wir kennen uns von Mediakraft und ich war selber gerade 3 Wochen da und saß dabei, wie ihr gescoutet wurde. So gescoutet und so, hey, wow. Guck mal, ja, da sind die Jungs, da sind die Jungs. Und wir gucken so alle, krass, die sind doch voll jung, witzig, süß. Ah, die laden wir mal ein. Und, ja, das wusste ich zum Beispiel bis gerade gar nicht. Cool. Doch, klar, haben wir tausendmal drüber geredet. Da haben die noch irgendwo so Videos auf diesen riesen Bildschirm abgespielt. Das weiß ich noch. Aber da waren wir schon da. Ich cool. Da wart ihr auf jeden Fall schon da. Und deswegen auch eine Gemeinsamkeit, der erste gemeinsame große Auftritt, Video Days, ja. Ihr habt moderiert, ihr seid aufgetreten. Ja, stimmt, du hast moderiert. Stimmt. Und da ist unfassbar viel natürlich bei euch passiert. Ist mal, wenn man sich mal anguckt, ihr seid 20 und da ist echt viel passiert. Ja. Ihr seid in eurem Buch aber ja auch sehr, sehr ehrlich, dass ihr selber sagt, okay,
da sind auch ein paar Dinge passiert, die nicht gut gelaufen sind, wo ihr euch irgendwie verändert habt zum Negativen. Da gibt es dieses Kapitel Don't Work with Assholes. Genau. Könnt ihr da mal ein wenig, ihr schreibt zwar viel, aber ein wenig in eure Worte fassen, wie ihr das eigentlich rückblickend gemerkt habt, dass ihr auf einmal in so einer Blase steckt? Naja, wir waren jung und naiv. Ich glaube, das trifft es schon mal ganz gut. Jetzt jung und erfahren. Naja, in manchen Sachen sind wir jetzt vielleicht ein bisschen erfahrener, das stimmt. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben uns selbstständig gemacht, Anfang 2017. Und das war eine super Idee. Für uns war das damals die beste Idee, die wir je hatten. Wir sind heute auch immer noch selbstständig, also mittlerweile hat sich alles ins Positive gewandt, aber... Heiko, du hast letztens so ein schönes Zitat gesagt, als sich dann wieder ins Positive gewandt hat, ja, und als lesen wir gleich drüber, als es dann doch diesen Cut gab am Ende dann noch. Ja. Hast du letztens so ein schönes Zitat gesagt, das war wie, als hätte man geträumt und wacht man auf, dieses Gefühl. Das stimmt, das war wie so ein Albtraum, aus dem man plötzlich aufwacht. Ja. Und da trinkt man erstmal morgen schönen Kaffee. Und da sind dann Dinge ja passiert, die man heute dann irgendwie bereut. Seid ihr aber trotzdem froh, dass es passiert ist, weil sie euch jetzt irgendwie ausmachen? Oder würdet ihr trotzdem manchmal die Zeit gerne umdrehen? In manchen Hinsichten vielleicht. Auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung für unser weiteres Leben war und dass es uns in sehr vielen Hinsichten abgeklärter gemacht hat. Und vor allem mit dem jungen Alter. Ja, voll. Also es ist wirklich, auch wenn es scheiße war, ich bin trotzdem dankbar, dass wir das auch erlebt haben und noch in dem Alter, weil man halt einfach, wir hinterfragen viel mehr, wir sehen heute so viele Sachen nochmal mit ganz anderen Augen als vor ein paar Jahren noch und ich glaube, es war einfach eine ganz, ganz wertvolle Sache. Es gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man Fehler macht. Ja, die schlimmen Momente oder die schlechten Momente im Leben, die prägen einen dann doch oft umso mehr. Ich finde das sowieso faszinierend. Also eben 20 Jahre, was da alles schon an Hochs und Tiefs irgendwie dabei war. Und das vergisst man ja auch oft, denn es gibt ja nicht immer nur positive Kommentare. Ja. Ihr seid jetzt glücklicherweise hier, weil ihr Fans seid. Ihr kennt das Internet selber genauso gut wie wir. Und da liest man oft echt fieses Zeug. Und dann aber auch in der Presse, wenn ihr dann Musik macht, aber eigentlich halt so, ja, das sind ja nur YouTuber, die hüpfen jetzt ein bisschen rum. Ja. Wie ist man da oder wie geht ihr damit mittlerweile um? Es geht uns, also man muss generell sagen, dass uns das immer noch wahnsinnig auf den Sack geht, was da manche Leute schreiben, weil die tun dann teilweise so, als hätten sie sich, würden sie uns kennen, aber haben wahrscheinlich nicht mal eine Minute darin investiert, überhaupt zu recherchieren, was wir so machen und dass man sich auch innerhalb von vielen Jahren weiterentwickeln kann. Generell haben wir mit diesem Schubladendenken schon immer irgendwie zu kämpfen gehabt. Das fängt an, dass man irgendwie immer noch irgendwie als YouTuber betitelt wird und das war's anscheinend für manche, bis hin dahin, dass man dann teilweise wegen solchen Sachen nicht im Radio läuft. Aber wir haben uns so ein bisschen auch damit abgefunden. Roman, du wolltest dazu was sagen, zu diesem Schubladendenken. Ja, es ist einfach nur extrem frustrierend und nervig. Also Schubladendenken ist halt scheiße, aber es gehört halt irgendwie dazu. Wir haben uns versucht, damit abzufinden, es vor allem als die Lochis. Geht nicht weg, ne? Nee, ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, man darf sich das auch nicht verrückt machen, aber es ist natürlich schade, weißt du, wenn du halt irgendwie, wenn du nach 3 Studioalben und 5 Tourneen und Goldalben und was weiß ich und so weiter und du schreibst deine Songs auch selbst, dann wirst du trotzdem noch als nur irgendwie YouTuber genannt von Leuten und die glauben dir nicht, dass du und die nehmen deine Musik nicht ernst glauben halt nicht mal, dass du irgendwie jetzt Bucke machst oder denken oder sagen dann, ja, du, ihr habt jetzt auch mit Musik angefangen, sowas. Ist einfach nur frustrierend, weißt du? Vielleicht ist es auch so ein Ego-Ding von uns selbst, aber es ist einfach nur extrem frustrierend, weil natürlich ist es leicht, Leute erstmal in eine Schublade zu stecken, die dann in diese Kategorie zu setzen, aber was wir uns natürlich noch mehr wünschen, das ist natürlich mit dem Buch bei vielen jetzt der Fall, oder auch mit unseren Songs, die wir dazu auch geschrieben haben, zu diesem Gedanke, dass man sich auch mal ein bisschen mehr in diese Materie, mit dieser Materie befasst, man sich vielleicht nur eine Minute nimmt und mal kurz so checkt, wer wir überhaupt sind, anstatt sich direkt ein Bild von uns zu machen, kommen wir auch später noch zu, haben wir sogar einen kleinen Song dann noch dazu. Sehr gut. Spielen. Aber ja, also dieses Schubladendenken, aber halt tatsächlich, so. Es ist nicht so leicht, das loszuwerden, aber vielleicht als Heiko und Roman Lochmann, vielleicht ja, klappt es dann. Als die Lochis ist es ja auch, ne? Also das ist, machen wir uns nicht vor, ist ja auch sehr, ist mit unserer Kindheit. Die legt die Vergangenheit ja auch nicht ab. Genau. Ne? Die gehört ja dazu. Gar nicht. Und im ganzen Großen und Ganzen,
Das mag, also das ist tatsächlich, sind die Stellen, die ich immer am schönsten finde, wenn ihr auch über Fehler und über Dinge sprecht, die man halt gar nicht mitbekommt. Weil natürlich auf Instagram sieht man, hey, wir waren hier, wir waren da. Also ich glaube, jeder kriegt eher mit, wenn ihr irgendwo in einem Land gewesen seid oder ihr habt in den USA eine Tour gespielt. Die Dinge, die kriegt man ja mit, aber im Buch sprecht ihr auch viel über Fehler. Gibt es noch eine Sache, die nicht im Buch ist, wo ihr aber sagt, so, boah, ey, das ist eine Geschichte, die müssen wir Frankfurt erzählen. Niemand anderen, aber Frankfurt. Gibt es irgendwas? Ich muss wirklich drüber nachdenken, weil eigentlich haben wir wirklich versucht, alles in diesem Buch zu schreiben. Wir können wirklich drüber nachdenken. Wie wär's, willst du auf was Bestimmtes hinaus? Haben wir dir vorhin irgendwas erzählt, was... Bei mir steht groß, Fehler machen und darüber reden. wie seid ihr mit den Fehlern umgegangen? Genau, weil wir haben eigentlich wirklich versucht, alles irgendwie offen zu legen, alles, was uns auf dem Herzen liegt, wie wir mit den Fehlern, die Fehler, die wir gemacht haben, wie wir mit denen umgegangen sind. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man Fehler erkennt und dann einfach den auch ins Auge blickt und der Tatsache mal ins Auge blickt. Ihr kennt unseren Song Willkommen Realität, den werden wir später auch noch spielen. Da geht es ja auch darum, dass, danach ist ja auch das Buch benannt, ja, dass nicht immer alles glatt läuft, aber dass man der Tatsache, das ist jetzt so, wie es ist, blickt der Tatsache ins Auge und nimm es an. Vielleicht ist es auch gut so, wie es ist, vielleicht hat es das Schicksal auch so gewollt. Am Ende geht es genau darum und genau dieser Hürde oder diese Aufgabe, die nehmen wir auch dann immer, wenn wir merken, okay, es ist gerade irgendwie schwierig, dann nehmen wir diese Herausforderung immer wieder an. Ja, es bringt ja nichts, wenn jetzt irgendwas kacke läuft oder so, sich deswegen jetzt runterzumachen und irgendwie jetzt die Motivation zu verlieren. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man dann erst recht die Ärmel hochkrempelt und einfach versucht, damit umzugehen, weil am Ende des Tages, es geht ja sonst nicht weg. Ich hätte wahrscheinlich damals die Heuballen nicht anzünden dürfen. Ja. Gut. Für alle, die das Buch gelesen haben, ihr wisst Bescheid. Ja. Und das geht dann nicht nur für Karrieresachen, sondern auch für uns alle, was das normale, entspannte, kleine Leben manchmal, ne? Also so Kleinigkeiten, nehmt sie einfach mal mit und es wird schon irgendwie. Ja. Ihr habt jetzt noch auch noch zwei Songs, die ihr spielen wollt. Genau. Ich gehe mal wieder auf meinen Zuschauerplatz. Sollen wir das noch lesen oder haben wir keine Zeit? Ach doch, um Gottes Willen, natürlich sollt ihr lesen. Um Gottes Willen, ich war schon so, ich habe die Gitarre gesehen und dachte mir, das wird voll schön. Ja, nein, natürlich. Sprecht, lest. Du kannst ich voll gerne noch aus diesem Never Work With Assholes Kapitel würde ich voll gerne noch was, würden wir voll gerne noch was lesen. Verzeihung, das war mein Fehler. Sieht uns ganz kein Stress, alles gut. Für uns das erste Mal, dass wir jetzt so ein Lese-Event machen, so Lesereisemäßig, das ist für uns das allererste Mal. Ich hoffe, es ist halbwegs cool, ja? Also, habt ihr ein bisschen Spaß? So, das Kapitel heißt Never Ever Work With Assholes. So. Ende. Ich hab extra lesen gelernt hier für das Ding, Spaß. Ende 2016 hatten wir die Idee, uns selbstständig zu machen. Eigentlich die beste Idee ever, wie wir damals fanden. Dass wir dadurch in die schwerste Krise überhaupt schlittern sollten, kurz vorm Ende waren und das Horrorjahr schlechthin erleben sollten, konnte keiner ahnen. Aber der Reihe nach. Wir waren jetzt schon seit Jahren bei einem großen Multi-Channel-Netzwerk und eigentlich auch ganz happy und zufrieden. Wir hatten zum ersten Mal professionelle Produktionsbedingungen und ein ganzes Team, das uns bei der Umsetzung unserer Ideen und Projekte geholfen hat. Das war schon ziemlicher Wahnsinn. Es gab einen Moment, das kennst du sicherlich auch, indem man meint, jetzt müsse man den nächsten Schritt gehen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Für uns hieß das, lass uns selbstständig werden, eine eigene Company gründen und ein zweites Standbein haben. Und klar, um ehrlich zu sein, machte man sich auch Gedanken über die Kohle. Ein großer Anteil von allem, was wir einnahmen, ging an das Netzwerk. Das ist schon eine Menge Asche und man überlegt, was man alles mit diesen Einnahmen anstellen könnte. Wenn man auch diesen Anteil noch für sich selbst hätte, investieren oder so, für die Zukunft eben. Es war keine Hauruck-Aktion. Wir haben uns lange den Kopf darüber zerbrochen und genau abgewogen, Pro- und Kontralisten geschrieben. Ja, da hängt eine Menge dran und letztendlich kamen wir zu dem Entschluss, dass wir es versuchen wollten. Wir waren voll euphorisch. Auf dem Papier sah das alles super aus, rechnete sich großartig. Eigentlich musste man sich nur fragen, warum wir mit diesem Schritt so lange gewartet hatten. Schön blöd. Und zwar klar, dass wir mit unserem Namen nicht mehr von irgendwem abhängig waren. Und das beste alte Vertraute und Wegbegleiter wollten unseren Weg mitgehen und das mit uns gemeinsam rocken.
Also, ein perfektes Team, das ich auch noch zum Teil kannte und unter neuem Namen durchstarten wollte. 2017 gründeten wir eine Firma. Kampagnen, Konzerte, Aufträge etc. Wir waren wirklich erfolgreich. Die ersten Monate fühlte sich das richtig gut an. Dann aber ging es bergab. Keine Ahnung, wie wir uns so haben täuschen können. So wie wir uns das vorgestellt hatten, funktionierte es leider nicht. Menschen, denen wir blind vertrauten, entpuppten sich als mega Arschlöcher. Das Blöde war nur, dass wir ihnen glaubten und all das, was man uns sagte, machten. Keine Fragen stellten, geschweige denn widersprachen. Rückblickend müssen wir sagen, dass wir in der Zeit die größten Idioten überhaupt waren. Die ganze Aktion war uns beinahe einige Freundschaften und Beziehungen gekostet. Wir waren zu der Zeit, ehrlich gesagt, auch echt scheiße zu vielen Menschen, die immer nur das Beste für uns wollten. Aber hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Nennen wir all das Böse mal The Evil Ones oder kurz Theo. Theo knallte uns mit Arbeit zu. Das ist ja erstmal gut, denn von nichts kommt nichts und je mehr Aufträge, desto besser fürs Geschäft. Aber alles hat seine Grenzen und wir hatten auf einmal den vollsten Terminkalender unseres Lebens. Keine Zeit zum Durchatmen, zum Nachdenken und insbesondere keine Zeit, um kreativ zu sein, neue Songs zu schreiben. Aber das hat das System. Je mehr Theo uns am Laufen hielt, uns keine Zeit für Pausen, Freunde, Familie oder Mädchen gönnte, desto kleiner das Risiko, dass wir mal zur Besinnung hätten kommen können. Wir waren nur noch wie Roboter unterwegs, haben uns zu der Zeit komplett selbst verloren. Zu der Zeit galt leider das Motto, lieber gleich drei statt einer Flasche Champagner bestellen. Die Devise war immer klotzen statt kleckern. Stellt euch das in etwa so vor. Theo konnte fast alles machen, was er wollte und für ihn war das Teuerste vom Teuersten noch lange nicht das Beste. Er verwirklichte sich auf unsere Kosten selbst. Eigentlich komplett größenwahnsinnig. Und so weiter. Mehr steht in dem Buch. Ihr habt also auch noch im jungen Alter Leuten vertraut und seid damit aufs Maul geflogen. Mhm. Wie geht man dann damit um, dass man wieder anderen, vielleicht auch neuen Menschen, die ins Leben kommen, auch wieder vertraut, ohne die Angst zu haben, morgen werde ich wieder irgendwie hinters Ohr gehauen? Ich glaube, wir sind sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden, wenn es um neue Leute geht, die sich irgendwie, die versuchen uns irgendwie zu ändern oder uns Sachen, oder wie soll ich sagen? Wir hinterfragen einfach mehr. Ja. Also ich glaube, wir hinterfragen mehr. Wir sehen auch heute einfach nochmal wir sehen heute einfach nochmal viele Dinge mit anderen Augen. Wir sind einfach, glaube ich, wirklich erwachsener geworden. Das hat uns echt nochmal reifer gemacht. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach so ein bisschen diese, man wird dann einfach erfahren und dann sieht man bestimmte Dinge auf jeden Fall einfach anders. Und wir sind einfach super froh, dass wir ein Umfeld haben, was wir wirklich zu 100% vertrauen können. Jetzt es ist super schön, super familiär, man spricht total auf Augenhöhe und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ja, eigentlich ist es dieses Never ever work with assholes. Am Ende geht es darum, ja, dass man einfach vermeidet, mit Leuten zu arbeiten, wo man schon direkt weiß, okay, die haben irgendwie so eine Arschloch-Aura. Sondern dass man es ist doch eh viel schöner, mit Leuten zu arbeiten, wo man auf Augenhöhe spricht, wo man sich respektiert, wo man irgendwie eine geile Zeit miteinander hat. Alles andere macht doch einfach keinen Spaß und man fühlt sich immer irgendwie unter Druck oder so, weißt du? Wo man freiwillig auch Privatzeit verbringen würde. Ja, Theorie, genau. Ja. Und ja, ansonsten, wir haben eine Handvoll bester Freunde, habe ich ja vorhin schon gesagt, und das bewahren wir uns auch, aber wir haben jetzt nicht irgendwie 200 Freunde und deswegen ist da die Gefahr auf Fake Friends, die ist natürlich auch jetzt dadurch sehr klein, weil wir halt einfach auch, wenn es um neue Freundschaften geht, also ist natürlich. Ich glaube generell, dass es, wie gesagt, dieser Lebensabschnitt, der gerade teilweise von diesem Kapitel quasi angesprochen wurde, der hat uns wirklich so die Augen geöffnet. Ja, das ist zu wahren Männern gemacht. Spaß. Immer was anderes. Roman meint nur, weil er sich jetzt ein Bart ein bisschen wachsen lässt. Ja, genau, ist aber hier. Roman, Beine hast du noch. Spaß. Bevor wir noch einen Song von euch hören, habe ich noch tatsächlich eine Frage. Ihr habt auch gerade selber im Buch darüber gesprochen, dass ihr euch selbstständig gemacht habt. Das heißt, ihr habt ja nicht nur ein bisschen den Druck, wenn man was
Neues an Musik macht, möchte man ja, dass es auch viele Leute hören. Gleichzeitig ist ja aber noch der andere Druck, dass jetzt auch Leute von euch ja ein bisschen abhängig sind, weil sie voll arbeiten. Wir haben Mitarbeiter, also mit der, mit der Selbstständigkeit kommt auch eine ganz große Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern natürlich, gegenüber seinem Team so. Und war am Anfang, wie gesagt, ganz am Anfang haben wir es gar nicht so wirklich mitbekommen, weil wir da in dieser Blase waren, so generell Theo hat uns nicht wirklich rankommen lassen an die ganzen Sachen. Aber jetzt wissen wir, okay, wir müssen uns den Arsch aufreißen, wir ackern jeden Tag. So, wenn wir dasselbe von unserem Team erwarten wollen, dann müssen wir es auch genauso vormachen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und Roman hat es ja gerade schon angesprochen, auf Augenhöhe, jeder gibt das Beste. So, wir haben gemeinsame Ziele, gemeinsamen Nenner, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einfach versuchen, auch unserem Team immer ein gutes Vorbild zu sein und andersrum auch. Ja. Und das merkt man tatsächlich, und auch immer noch schön, dass die Eltern auch immer noch voll dabei sind. Voll. Total es richtig ist, schön. Es ist generell, hier eigentlich? Ist generell echt schön. Es ist wie, der Pascal hat letztens so ein geiles Bild uns gesagt. Das war wie, angenommen, wir sitzen im Flugzeug, angenommen, wir sind die Lochis oder wir sind ein Flugzeug. Es ging dann echt erstmal haben wir irgendwie versucht, Gas zu geben. Wir wussten gar nicht, ob wir fliegen können. Und auf einmal sind wir gestartet, wir waren in der Luft und auf einmal sind wir geflogen. Dann irgendwann kamen wir auf einmal in krasse Turbulenzen. Und dann haben wir es aber irgendwie doch geschafft und wir sind wieder gerade geflogen und haben das Flugzeug dann zum Landen gebracht. Das war das die Lochis-Flugzeug. Und jetzt steigen wir um in ein neues Flugzeug. Mal gucken, wohin es geht. Jetzt sitzen wir im Cockpit. Und tanken nicht vergessen. Ja, stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich mach mal Platz. Jetzt kommt mal ein bisschen Mucke. Jetzt ist der richtige Moment. Verzeihung. Ihr habt noch... So, wir fangen jetzt auch passend an. Passend zu dem, zu all dem, was wir da gerade so erzählt haben, gibt es jetzt zwei Songs, die so ein bisschen auch das Ganze beschreiben. Erstmal jetzt zu der Sache mit diesem ganzen scheiß Schubladendenken. Haben wir einen Song geschrieben, der uns einfach total am Herzen liegt. Ist auf einem neuen Album auch. Und dieser Song heißt Bild von mir. Let's go. Was geht da in deinem Kopf ab? Wenn ich dich sehe, sehe ich nie, ob du Bock hast auf ein Gespräch. Willst du mehr von mir wissen oder weiter die Fassade genießen? Ja, Leute sagen, lass dir lieber mal die Finger weg von dem selbstsüchtigen Typen aus dem Internet oder woher ich den auch immer kenn. Ich bin doch gar nicht so. Ey, das, was du siehst, ist nicht das, was du siehst. Und das, was du liebst, ist nicht das, was du liebst. Was hast du für ein Bild von mir? Was hast du für ein Bild von mir? Setz dich hin und red mit mir. Mach dir dann ein Bild von mir. Ach, schade, dass ich nie bei dir ankomm. Erzähl dir alles, doch werd nie zu dir durchkomm. Gib mir eine Chance, mich vorzustellen. Dann musst du es dir selber nicht mehr vorstellen. Was hast du für ein Bild von mir? Setz dich hin und red mit mir und mach dir dann ein Bild von mir. Hör mal zu, jetzt bin ich dran. Ich erzähl dir, wer ich bin und was mich ausmacht. Bin ein voll verpeilter Junge, den man auslacht, weil ich Kaffee schlürfen umwerf und wieder ist der Teppich nass. Das ist der ganz normale Wahnsinn zwischen Highlife und Warten auf den Tag bei uns im Garten. Mom und Dad können dir sagen, ich war schon immer so. Ey, das, was du siehst, ist nicht das, was du siehst. Yeah, yeah. Und das, was du liebst, ist nicht das, was du liebst. Was hast du für ein Bild von mir? Was hast du für ein Bild von mir? Setz dich hin und red mit mir und mach dir dann ein Bild von mir. Alle! Ach, wie schade, dass ich nie bei dir ankomm. Erzähl dir alles, doch wird nie zu dir durchkommen. Gib mir eine Chance, mich vorzustellen. Dann musst du es dir selber nicht mehr vorstellen. Was hast du für ein Bild von mir? Setz dich hin und red mit mir.
und mach dir dann ein Bild von mir. Ja, ja. Ja. Einmal ein Applaus für Patrick an der Gitarre. Ja, 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 einmal für Patrick an der Gitarre hier mal ein bisschen Lärm machen hier. Und auch ein Applaus für Heiko und Roman. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, der passt eigentlich zu dieser ganzen Flugzeugmetapher von gerade. Und der ist blinder Passagier. Let's go. Let's go. Yeah. Gitarren ticken lauter bei mir. Ein bisschen lauter bitte. Ein bisschen. Ja. Yeah. Muss von A nach B und von da nach C. Und danach einmal durchs gottverdammte Alphabet. Ja. Immer fast zu spät, immer was im Weg. Wie im Dschungel, großen Bogen um die Schlangen nehmen. Defekte Rolltreppen, bleib wieder im Zeug stecken. Muss in Double Check, als ob die nicht genug Kontrollen hätten. Economy oder Business Class, Superior oder nicht im Glas. Ist ganz egal, wohin es geht, dann am Ende zählt, du bist richtig da. Wie die Zeit, wie die Zeit, wie die Zeit fliegt. Und ich weiß nicht einmal, wo mein Gate liegt. Blinder Passagier, fühl mich wie ein blinder Passagier. Ich weiß nicht, wohin es geht, dahin, wo der Wind mich will. Economy oder Business Class, Imperial oder Nichts im Glas. Ist ganz egal, wohin es geht, denn am Ende zählt, du bist richtig da. Blinder Passagier, ich glaub, ich bin blinder Passagier. Ich verliere mich grad zwischen hier und da. Komm gelandet und direkt ein neues Ziel erfahrt. Komm ich mal in Fahrt, bin ich Forrest Gump. Nur am Rennen, auch wenn ich nicht wirklich weiß, wo lang. Ich mache Luftsprünge, bis ich in der Luft sitze. One way um die Welt, ey, weil ich wie ein Vagabund lebe. Economy oder Business Class, Doperia oder nicht im Glas. Ist ganz egal, wohin es geht, denn am Ende zählt, du bist wie die Zeit, wie die Zeit, wie die Zeit fliegt. Und ich weiß nicht einmal, wo mein Gate liegt. Alle zusammen! Blinder Passagier, fühl mich wie ein blinder Passagier. Ich weiß nicht, wohin es geht, dahin, wo der Wind mich will. Economy oder Business Class, Imperial oder Nichts im Glas. Ist ganz egal, wohin es geht, und am Ende zählt, du bist richtig da. Blinder Passagier, ich glaub, ich bin blinder Passagier. Blinder Passagier. Okay, wisst ihr was? Ich würde gern nur euch hören. Einmal den Refrain. Blinder Passagier. Okay, Achtung. Ich glaub, ich bin blinder. Nur ihr. Passagier. Alle. Passagier. Ich glaub, ich bin blinder Passagier. Ich weiß nicht, wohin es geht. Dahin, wo der Wind mich weht. Alle. Doperia oder? Blinder Passagier. Ich glaube, ich bin blinder Passagier. Dankeschön. Dankeschön. Schön, kannst du mir mein Buch geben, Roman, bitte? Heiko, Roman, Patrick und vor allen Dingen ihr. Das war sehr schön. Ja, Mann. Großartig. Sagen wir das Lochmann-Versum? Genau, alle zusammen, die Lochmanns. Ey, bei uns wurden immer die Lochmänner genannt. Die Lochmänner. Die Lochmänner, ja. Die Lochmanns habe ich so wenig gehört, damals immer im Dorf. Immer die Lochmänner. Die Lochmänner waren die mal. Ich weiß auch warum. Auch sehr gut. Wir kommen gleich zu einem Kapitel, aber da geht es auch. So. Dominik, die meinten dich? Nee, euch, genau. Meine Lordschaft, ich werde immer angeäucht. Herr Dominik von Porsche. Richtig. Ich hab mir das von aus dem Nachnamen streichen lassen, das wirkt immer so abgehoben.
während ihr aber immer schauen musstet. Ja, bitte? Dominik im Porsche wäre auch nur egal. So! So, genau. Ich versuch's ein drittes Mal. Alkohol, lass den Dominik mal reden, du Assi, ey. Alles wunderbar. Es geht auch von eurer Zeit ab. Ja, ich weiß. Nein, ihr habt natürlich in eurer Jugend, ihr wart von Uploadplan zu was posten wir bei Instagram, Kinofilm, Tour, Musik machen. Musstet ihr ja auch groß und erwachsen werden. Da gibt es ja auch so Themen, die spätestens, wenn man so 14, 15 wird, da kommt dann noch ein bisschen was dazu im Leben. Meinst du Mädchen? Mädchen, die Entdeckung sich selbst. Ich meine, irgendwann muss es ja auch mal kleine Lochmänner geben vielleicht. So, ne? Und das, irgendwann hoffentlich. Oder eben auch nicht, genau. Aber irgendwann hoffentlich, habe ich gesagt. Ach so, ja, okay. Irgendwann Familie haben, das ist mir ganz wichtig. Safe, ich auch. Aber auf jeden Fall, damit das eben klappt, passiert eben mit einem sehr, sehr viel. Und da gibt es ein schönes Kapitel zu. Ja, das Kapitel heißt, warte mal. Mann, das erste Mal im zweiten Stock heißt das Kapitel. So, fangen wir mal an, oder? Let's go. Unbedingt. Das ist, Das erste Mal im zweiten Stock. Ja. Das ist so ein Moment, den wohl niemand je vergisst. Das erste Mal. Da weiß jeder genau, wann und wo und am besten auch mit wem das war. Irgendwie hat man da so lange drauf gewartet und sich auch davor gefürchtet. Seien wir ehrlich, in der Pubertät dreht sich doch alles irgendwie um den ersten Sex. Man redet und denkt ständig an eine Sache, von der man null Ahnung hat, aber weiß, dass sie auf einen zukommt und dass ein ganz besonderer Moment im Leben sein soll. Es ist der Schritt vom Kind oder Jugendlichen ins Erwachsenenalter. Sowas wie die Reifeprüfung schlechthin. Und eigentlich etwas, mit dem man sich Zeit lassen sollte. Aber vor allem bei Jungs ist das Ganze gerne mal ein Wettkampf. Wer als erstes abgehakt hat, ist der King. Die Devise, ein Gentleman schweigt und genießt, kennt man in dem Alter halt noch nicht. Also wird angegeben, was das Zeug hält. Alle anderen hängen an den Lippen des Glücklichen, der schon geschafft hat. Und sind wir mal ehrlich, eigentlich will man es nur hinter sich bringen. Da geht es Mädchen wahrscheinlich nicht anders, nur dass sie noch viel größere Probleme als nur die Nervosität und den Druck des möglichen Versagens haben. Leider ist es ja... Die Buchmesse hinter uns feiert erstmal seine eigene Party. Ja. Gerne die Mucke aus, Mann. Okay. Leider ist das ja auch immer so, dass man als Mädchen viel schneller einen Stempel aufgedrückt bekommt, wenn es um das Thema Sex geht. Und außerdem müssen sie auch noch Angst haben, dabei echt... Warte mal, ich will jetzt mal die... Mario macht schon, ne? Das ist ja... Mario regelt! Das ist hier gerade... Großen Applaus für Mario! Das ist hier gerade... Tiefe Rhetorik. Ja, ja. Wir lesen aus einem Buch, hallo? Ja. Nein, Spaß, weiter geht's. Also, Entschuldigung, ich setze nochmal an, ich hab mich gerade völlig aus dem Konzept gebracht. Immer wenn es um Sex geht. Ach, nee, Leider ist es immer noch so. Ja. Leider ist es ja immer noch so, dass man als Mädchen viel schneller einen Stempel aufdrückt bekommt, wenn es um das Thema Sex geht. Und außerdem müssen sie auch noch Angst haben, dabei echt Schmerzen zu haben. Die schönste Nebensache der Welt ist für Teenager also eigentlich einfach nur purer Stress. Schlimmer noch als Schule. Schließlich kann man hier nicht abschreiben oder zur Not den Test wiederholen. Nein, das erste Mal gibt es nur ein einziges Mal und dabei helfen wir dir. Dabei helfen wird dir ganz sicher niemand. Du bist ganz allein auf dich gestellt. Dir verrät keiner Tipps und Tricks wie in der Schule oder bei der Führerscheinprüfung. Du kannst da nicht büffeln und lernen und falls du verkackst, es darauf schieben, dass du eben zu voll warst. Die einzige Parallele zu diesem Test ist die Prüfungsangst, denn die hast du beim ersten Mal Sex auch. Hoffentlich klappt das. Mache ich das richtig? Versage ich nicht im falschen Moment? Und bitte, lieber Gott, lass das Ganze länger als 20 Sekunden dauern. Und ja, dazu gibt es jetzt auch wieder einen kleinen Dialog. Ne? Wie gesagt, das Buch hat ja ein paar Dialoge. Jetzt kommt der nächste. Ich fange an. Ich war 15 und hatte ein Mädchen über eine Dating-App kennengelernt. Lovoo hieß die. Also nicht das Mädchen, sondern die App.
Eigentlich darf man sich da erst mit 16 Jahren anmelden, aber so lange wollte ich sicher nicht mehr warten. Rebell. Was? Rebell. Rebell. Also habe ich die Weiten des Internets mal wieder für mich genutzt und jemanden kennengelernt. Kennengelernt? Ja. Was weißt du denn jetzt noch über sie? Getroffen passt wohl besser, oder? Naja, um ehrlich zu sein, ging es ziemlich schnell zur Sache, denn wir hatten es beide in dem Moment eigentlich nur darauf angelegt. Ja, ihr wolltet es tun und schnell hinter euch bringen. Sag so einfach, Alter. Es war bei ihr zu Hause im zweiten Stock. Ja, und wieso ist das jetzt wichtig? Weil ihre Eltern früher als geplant nach Hause kamen. Oh shit. Das braucht kein Mensch. Genau. Ich habe mich wirklich nackt im Kleiderschrank versteckt. War wie im schlechten Film. Und dann? Naja, Hose schnell rüber und dann aus dem Fenster raus, über die Garage. Deshalb ist das wichtig, dass es im zweiten Stock, im zweiten Stock war. Ich bin dann wirklich über das Garagendach gehüpft und war dann nichts wie weg. Und habt ihr euch dann nochmal gesehen? Nee, lag aber auch nicht an mir, kam irgendwie halt nicht mehr dazu. Ja, war bei mir genauso. Ich war auch 15. Es war auf einer Hausparty und nicht ganz nüchtern. Mut angetrunken oder was? Kann sein, aber ist aber nicht zum Empfehlen, ja. War gar nicht so toll, wie immer alle sagen. Obwohl ich glaube, dass die meisten da lügen. Ja, da bin ich mir sogar sicher, dass da so viel geflunkert wird wie selten. Fakt ist doch, dass es für Jungs genauso scheiße ist das erste Mal. Mädchen denken ja immer, wir hätten es da irgendwie einfacher, aber ich finde, das ist gar nicht ermutigend. Ja, ich fand's schön, aber man muss sich ja nichts vormachen. Das erste Mal ist sicher kein Highlight für alle Beteiligten. In der Theorie weiß man alles, aber wenn man es umsetzen soll und will, sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber wie bei so vielen Dingen im Leben, Übung macht den Meister, ja. Würde allerdings behaupten, dass ich mich gerade erst auf dem Weg zum Gesellenbrief befinde. Habe noch eine Menge Zeit. Ja, hat ein bisschen was geändert, seitdem ich es geschrieben habe. Ja. Mittlerweile kennst du alle Tipps und Tricks. Ja, alles gut. Ja. Das Leben ist eine Schule. Aber okay, Roman. Das war's. Das ist eine sehr, sehr, sehr witzige Geschichte, weil es wirklich, du denkst echt, okay, wer hat dieses beschissene Drehbuch geschrieben? Ey, das ist wirklich wie im Film, oder? Es war ein richtig schlechter Film, so ernsthaft. Und dann bin ich noch, du musst dir vorstellen, hier war der Balkon und das Garagendach war hier. Ich bin dann ohne Scheiß zweiter Stock. Ich sehe es in Zeitlupe vor mir. Ich bin da so übergesprungen. Und dann auch so richtig, es war so ein richtiger Walk of Shame, Alter, weißt du? So der King also irgendwie, also irgendwie fand ich es auch geil. Was ist für eine Story, weißt du? Ja, ich habe eine gute Story. Aber im Ernst, zweiter Stock. Das ist ja richtig, also wo du denkst, okay, ich breche mir lieber die Knochen, als die Eltern sehen. Sie hat extra sogar noch ein Foto gemacht von mir, wie ich auf der Garage stehe. Nackt ist jetzt die Frage. Ich habe gesagt, mach ein Foto, einfach, dass ich, weil das hätte mir sonst keine Sau geglaubt. Also ohne Scheiß, das ist echt eine filmreife Story. Und ich weiß, dass Heiko die ganze Zeit auch, wenn wir darüber über dieses Thema sprechen, immer sagen, das musst du mal posten, das Bild, das musst du mal posten. Ja, das wäre schon lustig, so ein Bild von Roman auf dem Dach. Nico hat es irgendwo auf dem Handy, glaube ich. Zur Not stellen wir das mal nach. Ich habe das nicht mehr, der hat das irgendwie noch. Aber tatsächlich geht es da dann irgendwie los, dass man genau sich mit diesen Themen halt auch mal beschäftigt und es macht es, dass man bekannt ist, wahrscheinlich jetzt nicht zwingend so viel leichter, weil man hat natürlich direkt im Hinterkopf so, du bist doch hier von den Lochis und schon ist irgendwie das Thema, es geht um euch als Person nicht mehr so präsent. Wie seid ihr damit umgegangen und auch bei dir mit Steffi, wie hat das geklappt, dass man das eben ausblenden kann? Oh, da wird schon geboren. Ja. Was jetzt genau meinst du, das erste oder das zweite? Die Frage ist, wie geht man A damit um beim Kennenlernen und wie war es dann eben quasi im Übergang? Das sind quasi zwei Fragen, damit man mich zurücklehnen kann. Ja, man merkt halt schon, wenn man Leute kennenlernt, die man davor vielleicht noch nicht kannte, wenn sie sich vorstellen, dann irgendwie, keine Ahnung, auf einer Party direkt nach dem Instagram-Shoutout fragen, dann weiß man ungefähr, was die Intention ist. Das kam auch schon vor, was geht? Du sag mal, push mich mal auf Instagram, ey, ich brauche mal ein paar Follower. Ja, ist schon echt, also vor allem ist nicht einfach auf jeden Fall kennenlernen und auch irgendwie was Festes, weil es die letzten Jahre einfach, also Heiko hatte Glück, klar, das war ja auch, hast ja geschrieben, auch kurz bevor es dann so richtig losging. Okay, es war ein Flugzeug. Also um die Flugzeuge kann sich Mario nicht kümmern. Aber es ist fucking schwer, erstens, weil du halt in so einer Position ist einfach, also viele denken, man hat es dann viel leichter. Klar, man hat es theoretisch leichter, irgendwie interessant zu wirken für viele Leute. Aber du bist halt einfach jeden Tag unterwegs, jeden Tag in einer anderen Stadt. Und das ist halt wirklich, also du bist jeden Tag in einer anderen Stadt unterwegs. Du hast gar nicht die Zeit, mal wirklich jemanden kennenzulernen. Und dann kommt
natürlich auch dazu, dass du auch immer dann die Fragen stellst, okay, sieht die Person dich jetzt, sieht die dich jetzt als, das ist jetzt nicht nur bei Mädels, sondern auch bei Freunden oder so generell, oder bei Leuten, die irgendwie was von dir wollen, da denkt man immer natürlich drüber nach, okay, sieht diese Person mich jetzt nur als Mittel zum Zweck? Oder sieht die, oder, weil du weißt, was ich meine, ne? Will die mich jetzt so ausnutzen? Oder, ja, vor allem, wenn man schon schlechte Erfahrungen auch noch gemacht hat. Das voll, ja. Deswegen, da ist man, das ist nicht einfach so. Aber ich persönlich mache mir da auch einfach keinen Stress. Aber das war ja auch einer der Gründe, warum, warum die Beziehung von Steffi und mir nicht öffentlich war und nie, und wir es auch immer abgestritten haben und dann auch mal in die Kamera gelogen haben, gesagt haben, nee, wir sind beide Single, einfach um die Beziehung zu schützen. Und weil, guck mal, man kann sich so vorstellen, wenn man einen Freund oder eine Freundin hat, wie viele Leute mischen sich unabhängig von irgendwelcher Öffentlichkeit schon in eine Beziehung ein und reden auf einen ein? Das passiert irgendwie, glaube ich, in jeder Beziehung. So. Und dann muss man sich vorstellen, was passiert dann mit einem Paar oder mit einer Beziehung, die, keine Ahnung, 100.000 Leute theoretisch verfolgen könnte, ne? Und die eine Hälfte dieser Beziehung hat mit dieser ganzen Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nichts zu tun. So, ich stehe schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit, aber sie eigentlich doch nie wirklich so und hat auch nie Interesse dafür groß gehabt. Für sie war diese ganze Welt ganz neu und das war im Endeffekt ein Schutzmechanismus und mir auch irgendwie zu privat, um es mit der ganzen Welt zu teilen. Und wie kam es dann, dass ihr jetzt doch den Weg gegangen seid, zu sagen, okay, jetzt ist es trotzdem mal Zeit? War wahrscheinlich irgendwann so ein Moment, wo ihr gesagt habt, nee, jetzt möchte ich es eigentlich nicht mehr lügen müssen. Mit der Zeit wurde man eben entspannter, so, wir wurden älter. Es gab irgendwelche Gerüche, dass wir das Vertragliche so nicht machen durften. Das ist absoluter Quatsch, so, wir machen unsere Verträge selbst. So, weißt du, so, wir sind ja bei keinem... Nee, vielleicht wollte er einen Vertrag mit Roman. Roman hat es verboten. Nee. Es ging vielmehr einfach darum, dass man dann mit der Zeit einfach gemerkt hat, okay, jetzt ist es entspannter, so... Und irgendwann aber auch der Drang danach, mal auch Hand in Hand durch die Fußgängerzone zu laufen, ohne das Gefühl zu haben, man landet am nächsten Tag in irgendeiner Boulevardpresse. Und es gab auch so einen Schlüsselmoment, es gab so Momente, wo ich dann vor ihren Augen sagen musste, als ich gefragt wurde, ey, ist das eine Freundin? Das war um 3 Uhr nachts nach dem Feiern bei McDonald's, glaube ich. So, wir haben halt gegessen und sie hat gefragt, so, ja, ist das deine Freundin? Muss ich sagen, nein, ist sie nicht. Und das ist wirklich natürlich... Ist natürlich scheiße irgendwie, sowohl für mich, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt dabei. Hat sich auch passend zu dem Buch und zu dem Lochis Ende und so weiter, hat sich jetzt einfach richtig angefühlt. Auch jetzt auch, nächster Schritt, Thema Erwachsenwerden, einfach jetzt sowas auch nicht mehr zu verheimlichen. Ich hatte auch noch nie eine Plattform, um das so zu erklären, auch, muss ich auch, sagen. Weißt du? Auch nichts zu verheimlichen, ich glaube, der Heiko muss sich ja für nichts irgendwie erklären oder so. Und das ist nicht der Plan, dass man jetzt großes Ding in der Öffentlichkeit macht, aber es einfach nicht mehr verstecken. So, ich glaube, darum ging es vor allem, weil es einfach ein enormer Druck war und auch ein super verkopft, das halt immer irgendwie geheim zu halten. Und ich glaube, das löst einfach auch einen gewissen Druck bei euch oder bei dir auch vor allem und das ist natürlich super. Auch für dich und für deine... Viel befreiter, ne? Viel befreiter und das ist, glaube ich, in vielen Sichten wichtig. Aber apropos Befreiter und apropos, du hast es gerade selber schon wahnsinnig gut eingeleitet, zum Thema Erwachsenwerden, Dinge hinter sich lassen und neue Schritte und Wege gehen. Wow. Kannst demnächst das selber machen. Dominik, du bist raus. Bumm. Spaß. Sie sind raus. Genau, für dich immer noch sie. Ihr möchtet, für zwei mache ich nur du. Ihr wollt jetzt zum Thema Ende, was möchtest du sagen? Ich wollte sagen, ich rede jetzt in der dritten Person über dich. Also Roman möchte jetzt über... genau. Bitte nicht. Ihr lest jetzt noch etwas aus vom ersten Mikro zu Felix Jen und zum Thema Abschied. Genau. Worüber wir natürlich auch noch sprechen wollen, denn, ganz, ganz wichtig, ihr möchtet ja wahrscheinlich nachher auch eure Bücher signiert bekommen, oder... Ja, okay, offensichtlich. Also nicht. Nö, wollen sie nicht. Wir machen es dann trotzdem. Wir lesen jetzt eure Bücher signiert. Ja, wir lesen jetzt noch mal ein bisschen was. Und dann... Quatsch mal noch kurz drüber, dann gibt es noch einen Song und dann wird signiert. Verstanden. Ja. Muss mal kurz das Kapitel finden. Vom ersten Mikro 152 ist die Seite. Ah, geil. Ja, das hat man nicht mitgedacht und mir nicht so Notizen... Ne, so Post-its. Post-its, genau. Vom ersten Mikro zu Felix Jehn. Langweilig. Komm, lass uns YouTube machen. Wir müssen noch mal ganz weit zurückblenden. Es war Sommer. Es war heiß. Es war langweilig. Nichts zu tun.
Eigentlich ja herrlich, aber eben auch nervig. Das Trampolin war schon fast ausgeleiert, so viel waren wir darauf rumgehüpft. Jeder Salto war geschlagen, jeder persönliche Höhenrekord gebrochen. Angeln geht auf Dauer auch auf den Sack und am Badesee waren wir schon so oft, dass der Schwan, der sich gleich neben der Liegewiese häuslich eingerichtet hatte, uns schon persönlich begrüßte. Ah, ihr wieder hier. Hab wohl auch nichts Besseres zu tun, schien sein Blick zu sagen, wenn er auf uns zuwartelte und eine Art Wegezoll bzw. Liegemiete forderte. Ihr wollt hier liegen? Kein Problem. Her mit den Brotkrümelchen und ich lasse euch in Ruhe. Das meinte der auch genauso, denn wehe, wenn wir mal nicht dran gedacht haben, dann schnappte er glatt mit dem Schnabel und uns blieb nur die Flucht. Cleverer Vogel, Respekt. So ging ein Sommersonntag nach dem anderen im August 2011 ins Land und es wurde nicht spannender. Und da war er, der Gedanke. Wieso? Eigentlich immer nur YouTube gucken und nicht mal selber machen. Was kannst du denn dabei verlieren? Nichts. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mehr als schiefgehen kann es ja nicht, also los. Wir hatten am Anfang ja nur so ein Mini-Setup, eine simple Digitalkamera von unseren Eltern für 100 Euro, ein Studio-Mikro für 150 Euro und unseren alten Computer. Das war's. Ja, damit haben wir dann auf dem Dachboden rumexperimentiert. Wir hatten ja keine Ahnung von nichts. Learning by doing. Und schwupps, hatten wir das erste Video hochgeladen. Just for fun. Und auf einmal kam Geld. Und das schon im allerersten Monat. Das war uns gar nicht klar. Gelesen und gehört hatten wir das auch mal, dass ein paar Jungs und Mädels damit Geld verdienen. Aber dafür brauchtest du aber tausende Follower und Abonnenten. Und darum ging es uns ja gar nicht. Wir wollten nur Spaß haben und machen. Aber logischerweise sagt man da auch nicht nein. Und so haben wir direkt so 60 bis 70 Euro verdient. Hört sich jetzt nicht rasend viel an, aber erstens war das viel mehr, als wir an Taschengeld hatten. Und mit 12 Jahren kannst du dafür schon eine Menge kaufen. Und zweitens ist das so geil, wenn du Geld für etwas bekommst, was dir auch noch mega Spaß bringt. Also nicht 5 Euro, wenn du den Rasen mähst, das Laub hakst und dann noch die Garagenauffahrt fegst. Nur einige unserer allerliebsten Lieblingsbeschäftigungen, oder? Nein, du kriegst Geld für eine Sache, für die andere Leute noch bezahlen würden, um es machen zu dürfen. Hauptgewinn würden wir das mal nennen. Also klar, dass wir ziemlich schnell auf den Geschmack kamen. Wir haben dann erstmal jeden Cent reinvestiert. Zuerst kam ein Videostativ dazu, dann ein Camcorder. Neues Licht, Softboxen wurden angeschafft und so wurde es nach und nach professioneller und erfolgreicher. Nach einem Jahr hatten wir schon 10.000 Abonnenten und bekamen einen Preis als bester Newcomer. Und damit ging es dann richtig los. Und auf einmal klopfte das Fernsehen an. In diesem Moment wurde uns irgendwie klar, dass wir unseren Traumjob gefunden haben. Ja. Genau. Und ihr geht direkt rüber in... Genau, ja, wir müssen ein bisschen hier... Genau, wir wollen ja noch signieren. Ich weiß. In den Abschied. In den genau. Abschied. Also, das war, da ging es ja quasi darum, ich meine, seitdem, so wie, also da, wo wir jetzt geendet haben, da ging es dann erst richtig los als Lochis, sag ich mal. Seitdem ist wahnsinnig viel passiert und das haben wir alle mitbekommen. Jetzt geht es nochmal um den Abschied. Den Abschied von die Lochis. So heißt das Kapitel. Ja, ich zitiere die Taz, Januar 2017. Die 17-jährigen Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, die den vielleicht uncoolsten, aber lustigsten Künstlernamen in der deutschen Popszene tragen, die Lochis. Die Zeit Februar 2014. Zwei Jungs mitten im Transitbereich zwischen Kindheit und Pubertät. Die Lochis sind zu einer Marke geworden. Die Pubertät ist ihr Markenkern. Aber was das echte Leben, die erste Phase der Pubertät, in den Videos ausgeleuchtet wird, überholt. Was? Ja. Aber was, wenn das echte Leben die erste Phase der Pubertät, die in den Videos ausgeleuchtet wird, überholt hat? Ja. Und die Lochis und Welt 2015. Die Lochis werden wohl oder übel erwachsen. Bleibt die Frage, ob ihre Fans ihnen das verzeihen werden. Ja, so orakelte die Presse also schon vor Jahren. Damals gaben wir da noch nicht so viel drauf. Wir waren doch noch mitten in der Pubertät. Weiter, immer weiter. Wieso auch nicht? Lief doch gut. Aber genau das geht eben nicht. Stillstand ist Rückschritt. Nichts wäre schlimmer, als immer wieder das zu machen, was du schon gemacht hast. Einmal, zweimal, hundertmal. So oft, dass du gar nichts mehr dabei denkst. Reiner Automatismus, Routine. Das absolute Gegenteil von
Kreativität. Dann bist du echt am Ende in unserer Branche und da wir noch lange nicht am Ende sind, das ist da wieder diese Wespe. Ich hab hier gesagt, lass mich in Ruhe, geh zu Roman. Ende unserer Branche. Und da wir noch lange nicht am Ende sind, sondern erst am Anfang stehen, noch ganz viel Plan und in unseren Köpfen haben, was wir umsetzen wollen, haben wir uns entschieden, den Lochis, Tschüss zu sagen. Dafür gibt es jede Menge Gründe, aber der einfachste und einleuchtendste ist, dass wir den Namen entwachsen sind. Die Lochis, das steht mittlerweile für etwas anderes aus unserer Vergangenheit und nicht mehr für das, was wir machen wollen. Wir haben uns so genannt, da waren wir 12 Jahre alt. Alles hat seine Zeit und die Zeit der Lochis ist nun vorbei. Jetzt bloß nicht missverstehen, wir schämen uns nicht dafür, im Gegenteil. Das war eine echt geile Zeit, wir haben 8 Jahre abgefeiert und jetzt muss es weitergehen. Wir finden, dass es ehrlicher ist, das jetzt zu beenden, ehrlicher für uns selbst, aber auch unseren Fans gegenüber. Das war wahrscheinlich die schwerste Entscheidung, die wir bisher in unserem Leben treffen mussten. Aber nachdem wir sie getroffen hatten, ist nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, sondern mindestens ein ganzer Fels. Auch wenn viele unserer Fans von unserer Entscheidung nicht begeistert sind, ey, es musste einfach sein. Wir sind jetzt junge Männer, vor allem Roman jetzt mit seinem Bart. Wir sind jetzt junge Männer, nachdenklicher, die sich voll und ganz der Musik verschrieben haben. Die Kommentare unter unserem Abschiedsvideo oder Abschlussvideo besser gesagt auf YouTube haben uns Mut gemacht und uns gezeigt, dass unsere Fans unsere Entscheidung nachvollziehen konnten. Wir fangen jetzt etwas Neues an. Wir haben auch großen Respekt davor, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So. Ah. Ja, das waren jetzt ein paar Auszüge. Ich glaube, die meisten haben das Buch oder haben es auch schon gelesen. Man kann es hier, glaube ich, auch noch irgendwo erwerben, glaube ich, irgendwo drinnen. Ja, wir sind auch ein Buchmeister, da wird es das Buch auch geben. Geht von aus. Das gibt es auf jeden Fall. Bevor wir jetzt noch zum letzten Song kommen, habe ich dann noch eine Frage. Ihr deutet es ja schon so ein bisschen an, weil natürlich wollt ihr alle wissen, wie geht's weiter, aber da seid ihr, glaube ich, auch noch so ein bisschen dabei, irgendwie zu schauen. Aber wichtig ist doch, Heiko und Roman, wir verlieren euch ja nicht, wir verlieren nur die Lochis. Gott, das klingt ganz schlimm, wir verlieren euch. Nein, natürlich nicht, also wir sind immer noch Heiko und Roman Lochmann, die Zeit der Lochis ist vorbei, aber... Es ist kein Karriereende oder so, und es ist auch keine Trennung, das haben ja manche so wahrgenommen. Es ist so, dass wir dieses Kapitel beenden und es ist auch so, dass wir zum Beispiel keine YouTube-Videos mehr machen und es so auf YouTube nicht mehr gibt, wie es uns jetzt die letzten 8,5 Jahre gibt. Einfach, weil es uns auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Sag ich es auch ganz ehrlich. Es ist nicht das, wo wir uns auch noch in 10 Jahren sehen würden. Und wir sind gerade dabei, uns einfach viel weiterzuentwickeln. Wir machen gerade eben auch schon ganz, ganz viel Musik und spüren einfach, dass es extrem gut tut, dass wir echt so ein bisschen da rauskommen und wir freuen uns auf alles Neue, was kommt. Es wird natürlich wieder irgendwann Musik geben. Es kommt erstmal der Kinofilm nächstes Jahr. Und 9.4. Und wohin die Reise dann gehen wird, das werden wir dann schauen. Aber es war, glaube ich, echt richtig, dass wir das Kapitel Die Lochis beenden. Und jetzt schauen wir, wohin sich das weiterentwickelt. Genau darum geht es nämlich, um Weiterentwicklung. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr bleibt auch nach Die Lochis bei Heiko und Roman noch treu dabei, oder? Gehe ich doch fest von aus. Ihr habt noch einen Song, ne? Wir haben noch einen Song. Natürlich, sowas. Den gleichnamigen Song. Genau, sowas wie den Titelsong zum Album, zum Buch. Willkommen Realität. Wurden gerade gebraucht. Den spielen wir jetzt. Ich leg's über die Seite. Let's go. Und die Sommer da drüben, die machen wir Mucke ausmachen. Machen wir Polonaise da hinten, oder was? Ja, wahrscheinlich. Einen Song machen wir noch und dann geht's weiter. Ja. Yeah. Warte mal, ich bin hier noch nicht. Ja, 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 ja. Wenn ich down bin, Limette und Gin, Tiefpunkt und ich mittendrin, so wie Rauschgift im Kopf, blaues Licht, die Hände frei, hab nichts im Griff. Je älter ich auch werde, so größer werden Sorgen. Will gestern nur vergessen und hoff dabei auf morgen. Wart auf ein Hauch Glück, wird schon alles perfekt.
sag mir mein Placebo-Effekt. Es wird okay, sag nie mehr, wird nicht okay. Scheißegal, durch welche Phase ich grad geh. Manchmal tut es weh, willkommen Realität. Es wird okay, sag nie mehr, wird nicht okay. Ich weiß, mit jeder Lösung kommt ein weiteres Problem. Doch wird schon okay, willkommen Realität. Alles wieder zu viel, gib mir Aspirin und weiter zum nächsten Termin. Immer wenn ich Mut fühl, will ich fokussieren, doch hab leider nichts im Visier. Je älter ich doch werde, so größer werden Sorgen. Will gestern nur vergessen und hoff dabei auf morgen. Eigentlich alles gut hier, ist nur leicht kompliziert. Ich bin noch dabei, es zu kapieren. Es wird okay, sag nie mehr, wird nicht okay. Scheißegal, durch welche Phase ich grad geh. Manchmal tut es weh. Willkommen Realität. Es wird okay, sag nie mehr, wird nicht okay. Ich weiß, mit jeder Lösung kommt ein weiteres Problem. Doch wird schon okay. Willkommen Realität. Wie viel Zeit muss vergehen, um die Zeit zu verstehen? Ey, ich such nach dem Weg, auf dem mein Name steht. Es wird okay, sag nicht mehr, wird nicht okay. Scheißegal, durch welche Phase ich grad geh. Manchmal tut es weh. Willkommen Realität. Es wird okay, sag ich mehr, wird nicht okay. Ich weiß, du mit jeder Lösung kommt ein weiteres Problem. Doch wird schon okay. Willkommen Realität. Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön. Vielen lieben Dank euch. Großen Applaus nochmal für Heiko und Roman Lochmann. Danke. Patrick an der Gitarre. Dankeschön. Ihr könnt euch jetzt schon mal, oder es steht schon eine Schlange, hello. Diese Schlange ist es, die für euch jetzt relevant ist. Ihr flitzt nochmal von der Bühne, ihr kommt aber gleich her, signiert die mal Bücher. Signieren machen wir, ja. Genau, wir müssen auf jeden Fall, wir wollen, dass bis 15 Uhr hier jeder irgendwie glücklich ist. Also jeder macht irgendwie flott und viel Spaß auf jeden Fall. Seid vorsichtig, drängelt nicht. Wir versuchen, dass jeder glücklich wird. Ah, sehr gut. Und ich bekomme gerade noch die Nachricht, denn ihr habt gerade noch drüber gesprochen, wo kann man die Bücher denn holen? Die könnt ihr sogar hier auf der Bühne kaufen. Also gerne Buch kaufen, direkt signieren lassen und schön, dass ihr da wart. Ist schon gut. Dankeschön, bis gleich. Können wir einmal, ihr hört mich alle noch, einmal einen dicken Applaus für den Dominik-Pede, Leute. Geil, ciao, bis gleich.